In diesem Video werden einige Einstellungen der IP-Überwachungskamera gezeigt. Das Einloggen erfolgt mit Hilfe der IP-Adresse im Browser. Man gibt das Passwort ein und den Benutzernamen. Das Videobild erscheint. In diesem Schritt werden die Einstellungen für die Bewegungserkennung festgelegt. Der gewünschte Bereich wird mit der linken Maustaste markiert, so dass man zum Beispiel nur die Tür auf Bewegung überwacht. Jetzt bewegen wir uns ins Videobild. Im Bereich System, lokaler Speicher lässt sich feststellen, ob die Videoaufnahme auf MicroSD-Karte geklappt hat. Dazu klicken wir auf Durchsuchen und klicken uns dann durch die vorhandenen Ordner, die nach Datum und Zeit sortiert sind. Die gewünschte Datei wird dann mit Rechtsklick und Zielspeichern unter heruntergeladen und auf dem PC gespeichert. Bei der Wiedergabe sieht man, dass die Bewegung genau aufgezeichnet wurde. Wenn man alle Dateien von der Speicherkarte löschen möchte oder diese eventuell Probleme macht, kann man sie formatieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.alarm.de.